5 mal 10 hoch 7 Kilometer. Super. Wieder rauszoomen. Und wir sind auf Manhattan. Wir zoomen mal heran. Manhattan. Was wissen wir über Manhattan? Durchmesser 12.753 Kilometer. Ja, das kommt mit der Erde, glaube ich, hin. Die Erde hat einen Radius von 6.000 irgendwas, einen Durchmesser von 12.000 irgendwas. Glaube ich zumindestens. Aber das müsste, wenn man 6.000 mal Pi, das müsste mit dem Äquator, wenn der Äquator 40.000 ist, dann kommt das hin. Hoffe ich zumindest. Masse, Gelände, theoretisch, also theoretisch, Terra ist die Erde. Temperatur minus 46 Grad bis 43 Grad, also das ist auch so, was wir haben. Fluchtgeschwindigkeit. 11,27 Kilometer pro Sekunde. Fluchtgeschwindigkeit, jetzt ist die Frage, was damit gemeint ist. Schiffe zu verkaufen, zu verkaufende Waren, Kauf von Handelswaren, Ausrüstung zu verkaufen. Oh Gott, da steht ja so eine ganze Beschreibung. Ich lese das nicht für jeden Planeten vor, das könnt ihr knicken. Die im Jahr 1 nach S gegründete Kolonie Manhattan war die erste menschliche Kolonie im Zero-Sektor. Im Laufe der letzten 800 Jahre entwickelt es sich einige blühende Metropolen von 220 Millionen Menschen, die in einer einzigen Stadt wohnen, welche einen Großteil des Planeten bedeckt. Fast die gesamte Bevölkerung engagiert sich für das offenkundige Schicksal des freien Marktes von Liberty. Und heute ist Manhattan das Zentrum eines riesigen Handelsnetzes, das fast bis in den fernsten Winkel von Sirius reicht. Wenn jemand sein Zuhause verlässt, um in den Fremde sein Glück zu suchen, wird er unweigerlich den Ausdruck ich gehe nach Manhattan verwenden. Allerdings haben die Lebenserhaltungskosten auf Manhattan enorme Höhen erreicht. Trends, die neu und aufregend sind und teuer, stammen so gut wie immer von hier. Okay. Wir zoomen wieder raus. Also das ist jetzt zum Beispiel das System hier heißt New York. Der Planet, in dem wir uns befinden, heißt Manhattan. Diese Linien hier sind Schnellreiserouten. Auf diesen Schnellreiserouten können wir sammeln. Können wir sehr schnell reisen. Ich glaube, das erklärt alles. Ein Moment, mein Handy hat gerade blub blub gemacht. Weil ich habe ja versprochen, dass ich immer sowas vorlese. Und wenn mein Handy blub blub macht, kann es auch sein, dass ich eine E-Mail bekommen habe von irgendeinem von YouTube, der mir sagt, dass irgendein User mich abonniert hat. Oh, ihr habt Glück. Es ist wirklich der Fall. Ich begrüße Samir Samur als einen neuen Abonnenten von mir. Konversationen werden gelangen. Keine Konversation. Gut. Samir Samur, danke für dein Abo. Freut mich. Okay, das ist sozusagen Grundstory. Aber hier gibt es noch viel, viel mehr zu entdecken. Einmal, wir können zum Beispiel hier auch eine politische Karte machen. Wenn wir Gebiete gereist haben, wir können neutrales Gebiet, gefährliches Gebiet und sicheres Gebiet uns anzeigen lassen. Hier, Patrouillen. Wenn wir hier durch die Gegend gehen, dann werden wir feststellen, dass Feinde und Freunde Patrouillen aufschlagen werden. Karte der Bergbauzonen. Gibt's auch noch. Schiff, Spieleeinsatzpunkt. Super. Und es gibt hier noch so das hier, was bedeutet, was für Stationen und Planeten sind hier. Hier würde das dann alles aufgelistet werden. Gut. Aha. Karte des Universums. Das hier ist das Universum, wo man sieht, es sind genau, also hier ist die Liberty, das Rheinland, Kusari, Bretonia. Die vier Schiffe, die da losgeschickt wurden, sind fehlt da nicht eins? Waren das nicht fünf Schiffe oder waren es vier Schiffe? Ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Auf jeden Fall sehen wir, dass hier das Liberty-System in der Mitte ist. Und hier so ein paar Nebel rum sind. So, das ist jetzt die Karte, die Gesamtkarte. Und das Interessante an dieser Gesamtkarte ist, es wird sich immer weiter aufdecken. Wie wird sich das aufdecken? Irgendwie an diesen Enden werden Tore erscheinen. Das sind solche, das ist quasi so ein Tor wie ein Wurmloch, wo man dann eine, zwischen den verschiedenen Sonnensysteme, also ich nenne das mal Sonnensysteme, heißt, diese Sonnensysteme sind fast alle identisch aufgebaut. Es gibt hier so ein Raster. Irgendwo in der Mitte befindet sich irgendeine Art Sonne.
Das kann eine kleine Sonne sein, es kann eine große Sonne sein, es können aber auch mehr, also Zwerg, es kann Riese sein, es können aber auch verschiedene sein. Also es gibt auch ein System von zwei Sonnen und so weiter in einem drin. Irgendein System befindet sich immer drin. Und an irgendeinem Ende gibt es dann immer irgendein Portal, wodurch wir das gehen. Es gibt solche menschengemachte, kann man fast sagen. Es gibt aber auch teilweise natürliche. Das werden wir noch alles in der Geschichte erzählen. Wenn wir rausfinden. Okay, das war... So, hier sehen wir unser Inventar, was wir so besitzen. Wir besitzen momentan nicht viel. Hier sehen wir, dass, wer wir sind. Wir haben derzeitige Stufe 0, derzeitige Besitz das. Anforderung für die nächste Stufe ist, wir müssen einen Satz starten. Wir spielen seit 17 Minuten. Besuchte Systeme 1, besuchte Schutzpunkte 1, gefundene Sprunglöcher, zerstörte, was ich. Und hier wird immer erörtert, welche Gruppe was ist. Zum Beispiel die Liberty Police, INC. Ist uns momentan freundlich gesonnen und da steht, was die Verbündeten sind. Die Feinde von dieser sind die hier, das heißt, die werden wir sehr schnell als eigene Feinde haben. Die Polizei von Liberty ist ein Privatunternehmen. Ziele des Unternehmens sind das Verhindern von Schmuggel im Liberty-Sektor und von Angriffen auf zivilen und kommerziellen Verkehr. Eieiei. Okay, schließen. Das ist also so ein... Oh, ich werde wieder so laut, ne? Das hier ist also so ein Grundsatzproblem, Systemdinger, die wir auch im Weltall sehen. So, wir waren noch nicht im Weltall, aber das hier ist das Ding hier, das ist die Rampe und da kommen wir in die Bar, das ist der Warenhändler, wir gehen jetzt mal zu da, wo wir nicht hin sollen, das ist der Warenhändler, es gibt fast überall irgendwie einen Warenhändler oder so, da geht man zu ihm hin, blub, und der hat bestimmte Waren, ich zeige euch das mal. Da kann ich jetzt Bohr sammeln und so weiter, also ich, das Ding ist, ganz einfach, da wo dieses so ein grünes Ding ist hier, das bedeutet Bohr. Okay, ich kann mir dadurch, dass ich immer wenn ich in die Warenhändler reingehe und mir angucke, was es da gibt, kriege ich irgendwann eine Liste, wo ich was kaufen kann, beziehungsweise verkaufen kann. Ich könnte also hier wirklich Handel treiben. Hier ist es zum Beispiel so, alles was grün ist, kriege ich gerade in dieser Stadt günstig, alles was gelb ist, ist mittelgünstig und was rot ist, ist teuer. Das heißt, alles was rot ist, zum Beispiel Haartreibstoff, könnte ich vielleicht woanders, wo es grün ist, kaufen und dann könnte ich nach Manhattan fahren und es hier verkaufen. So würde das System gehen. So, gehen wir mal weiter. Das hier ist der Ausrüstungshändler. Da ich momentan kein Schiff habe, ist das ziemlich schnurz, aber hier könnte ich, seht ihr schon, Waffen kaufen. Die Waffen sind wichtig im Spiel, um zu bestehen. Ja, man sieht an seinem Schiff nachher, zum Beispiel Waffen gibt es, Munition, externe Ausrüstung, interne Ausrüstung. Zeige ich gleich nochmal, was das alles ist. Das ist, hier würde mein Schiff auftreten, wie man sieht, habe ich davon noch nichts. So, machen wir erstmal die Waffen. Waffen, Rumpfschaden pro Schuss, zum Beispiel 97, Schildschaden pro Schuss 48, es gibt also immer Rumpf und Schild. Das Schild muss als erstes runtergeschossen werden. Reichweite 600 Meter, Projektilgeschwindigkeit, Schussrate, die ist auch immer ganz wichtig, Energieverbrauch, der ist auch immer ganz wichtig. Also man kann auch an den sehen, zum Beispiel der hier hat eine höhere Projektionsgeschwindigkeit und eine höhere Schussrate, dafür ist der Rumpfschaden und der Energieschaden geringer. Dafür schießt das Ding schnell, mehr und schneller. Manche, die gut nachher sind, haben aber zum Beispiel eine geringere Reichweite, aber total hohen Schadenwert. Also das ist immer so eine Frage. Ja, dann könnten wir uns solche Raketen, die könnten wir uns holen. Hier, das ist das Schild. Wir müssen uns nachher für ein Schild entscheiden, was uns schützt. Und sogenannte Nanobots sind dafür zuständig, kann man einsetzen, die reparieren das Schiff und die Schutzschildbatterie repariert das Schild. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz, weil wir brauchen ja eigentlich ein Schiff. Es wird zwar uns ein Schiff gestellt, ich weiß es ja schon, weil ich das Spiel ja schon mal gespielt habe, aber um mal zu zeigen, es gibt halt verschiedene Schiffe und ich habe auch schon, wie zum Beispiel hier leichter Jäger, es gibt auch noch Schwerräder und Frachter. Frachter können halt sehr viel, haben halt sehr hohen Ladenraum im Gegensatz zu denen. Ich glaube, das ist das erste Schiff, was wir gleich kriegen werden. Patriot ist nicht so meins, also ich mache den Starker lieber. Ja, ich habe da auch schon meine, also ich weiß auch schon, was ich da mal nehme. So, und jetzt gehen wir mal in die Bar.
Und ich werde leise, weil da wahrscheinlich gleich was uns helfen wird. Aber es gibt in fast jedem Abschnitt gibt's irgendwie eine Bar, wo wir Aufträge sammeln können und wo wir auch teilweise weiterkommen. Sidewinder Fang. Wir haben nur Liberty Ale. Auch gut. Sie heißt Junko Zane. Taffes Mädel. Oh, wieso? Gehört zur LSF, lebt für ihren Job. Das heißt, falls sie einen Job wollen. Wenn sie allerdings nach was anderem suchen. Nein, im Moment will ich eigentlich nur diesen Drink. Die kenne ich doch. Das glaube ich kaum. Doch, ich habe sie in den Nachrichten gesehen. Sie sind doch einer der Überlebenden von Freihafen 7. Ja. Muss schlimm gewesen sein. Sie haben da echt Glück gehabt. Ha. Der hier geht auf mich. Ist ein guter Tropfen. Wieso? Weil man nicht jeden Tag die Chance bekommt, neu anzufangen. Alles Gute in Liberty, Sir. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Danke. Natürlich war das klar. Wir müssen jetzt mit Junko Zane sprechen. Aber nochmal Navigation zwischen Orten. Wenn Sie sich einer Basis oder einem Planeten befinden, erscheint eine Reihe von Symbolen in der oberen Bildschirmmitte, mit deren Hilfe Sie zwischen verschiedenen Orten wechseln können. Wenn Sie den Mauszeiger über das ein Symbol führen, sehen Sie eine Quick-Info, die es identifiziert und ein beschreibender Text erscheint in der linken oberen Ecke. Okay. Ja, wir können hier entweder mit Junko Zane sprechen. Also es gibt entweder hier Auftragsliste oder Nachrichten. Alle Nachrichten, die Sie wissen müssen. Hier ist der Colony News Service. Vor wenigen Minuten trafen die Überlebenden von Freihafen 7 in Manhattan ein. Nach zwei anstrengenden Reisetagen mussten einige sofort medizinisch versorgt werden. Auf ärztliche Anraten musste die von der LSF angeforderte Befragung der Überlebenden zum Angriff noch aufgeschoben werden. Die Zahl der Opfer liegt inzwischen zeitlich bei 2600. Wir erleben hier die gravierendste Katastrophe unserer Zeit. Rheinland-Admiral Otto Schulzki wird heute anlässlich eines Treffens mit Präsidentin Jacobi in Manhattan erwartet. Thema ist das neue Handelsabkommen angesichts der Tragödie auf Freihafen 7. Stehen jedoch auch erhöhte gemeinsame Sicherheitsvorkehrungen auf der Tagesordnung. Das Flaggschiff des Admirals, die RNC Donau, trifft heute unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen in Manhattan ein. Nein, ich rede jetzt nicht die ganze Zeit so. Die Präsidentin gab sich heute zuversichtlich über ihr bevorstehendes Treffen mit Admiral Schulzki. Trotz der angeschlagenen diplomatischen Beziehungen achtet sie das Treffen als positive Geste von Kanzler Niemann. Jacobi und Schulzki trafen schon vor seiner Ernennung zum Diplomaten mehrmals zusammen. Bereits damals beschrieb sie ihn als vernünftigen Mann, der sich in Frieden verschrieben hat. Ah, der Schock über die Zerstörung von Freihafen 7 hält weiterhin an. Die von Zonern? Was sind Zonern? Betriebene Station diente als neutraler Handelsknotenpunkt für die gesamte Galaxie. Angesichts der katastrophalen Verluste und der zunehmenden Überzeugung, dass es sich um einen vorsätzlichen geplanten Angriff gehandelt hat, wird immer noch ein Motiv für diese scheinbar sinnlose Art der Gewalt gesucht. Wie viele sind da eigentlich? Naja, die lese ich jetzt nicht alle vor. Was wollt ihr noch hören? Steigender Drogenkonsum, das wollen wir wissen. Manhattan. Eine aktuelle unabhängige Studie zeigt, dass das illegale Schaumkraut? Zudem von jungen Elite in Manhattan konsumiert wird. Das sind beunruhigende Neuigkeiten, sagte LPI-Chef Bill Watskin auf einer Pressekonferenz, die wegen einer steigenden Beliebtheit von Schaumkraut auf den Planeten einberufen wurde. Oh, Entschuldigung. Der Nachrichtensprecher hat ein bisschen zu viel getrunken. Watkins sagte weiter, dass er für junge Leute keine Ausnahmeregelung geben würde. Wer mit der Droge erwischt wird, muss hinter Gittern. War seine Antwort auf die Frage nach dem Umgang mit jungen Leuten aus Manhattan, die mit den Drogen erwischt würden. Okay. Okay, ich lese die nie vor. Könnt ihr knicken. So, das war jetzt total unwichtig. Wir sprechen jetzt mit Juno, Junko Zane. Man kann jetzt mit dem sprechen, man könnte mit dem. Aber wir müssen mit Juni sprechen, also Hinda. Ich verstehe, was Sie wollen, aber ich habe einfach nicht genug Leute. Juni, die Dinge ändern sich. Gro
Truppen wie der Orden nehmen sich immer mehr heraus. Sie bedrohen inzwischen unsere Gewinne. In der Regierung gibt es Stimmen, die meinen, wir müssen verstärkt kontrollieren. Sind Sie Junko Sein? Ja. Sie müssen wohl was Geschäftliches besprechen. Moment! Ich verlasse mich ganz auf Ihr Geschick. Sorry, aber der Barmann meinte, Sie arbeiten für die Liberty Security Force. Und für wen arbeiten Sie, Mr.? Trent, ich arbeite für mich. Was für ein Schiff haben Sie? Hab's verloren. Auf Freihafen 7. Ah ja. Bleiben Sie länger in Liberty? Ich habe einen Freund, der bei dem Angriff verletzt wurde. Er liegt im Krankenhaus. Ich bleibe, bis er entlassen wird. Ich könnte tatsächlich einen guten Freelancer brauchen. Ich bin später im Ausrüstungsraum. Wir treffen uns dort. Oh, und wenn wir zusammenarbeiten, nennen Sie mich Junie. Geht klar, Junie. Gut, dann gehen wir mal in den Ausrüstungsraum. Das war eine Warenhändler. Nein, nein. Es dauert immer so lange, wenn man sich verklickt, weil er jedes Mal wieder diesen Abspann hier spielt. Ausrüstung. Hallo? Freut mich, Sie zu sehen. Sind Sie bereit, für die LSF zu arbeiten, Mr. Trent? Einfach nur Trent. Lassen Sie hören, was Sie zu bieten haben. Tja, ich habe ein Schiff für Sie. Ein ganz einfaches, mit dem Sie keine Sprünge machen können. Aber es sollte reichen. Ihr Auftrag ist ganz einfach. Sie machen den Babysitter für einen Konvoi mit Nahrung und Medikamenten. Ihr Kontakt ist King, der Chef der Eskorte. Ich sag ihm, dass Sie kommen. Nur, falls Sie interessiert sind. Ziel, eskortieren Sie einen Konvoi mit Nahrungsmitteln und medizinischen Ausrüstungen von Fort Bush zur Bergbaukolonie auf dem Planeten Pittsburgh. Der Befehlshaber des Einsatzes, Michael King, wartet mal in der Nähe des Manhattan-Andockrings auf Sie. Schwierigkeitsgrad, die LSF-Nachrichtendienst hat den Einsatz als relativ ungefährlich eingestuft. Piratenangriffe sind möglich. Vergütung, 2000 Credits. Natürlich nehmen wir an. Wir wollen das Schiff haben. Ich bin dabei. Gut, dann mal los. Ich lasse Ihr Schiff sofort bereit machen. Sie müssen dann nur noch zum Landeplatz gehen und starten. Ab in den Weltraum. King erwartet Sie in der Nähe des Andockrings im All, okay? Wir sehen uns, wenn Sie zurück sind. Danke. Junko Sein, oh, pass auf.